ليست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عالي الطبقات يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقات يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات نحري بنحرك يا محمد إنني متنهف للقائكم بمماتي عرضي بعرضك يا نبي مليكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي حان الوقوف لعرضكم بثباتي أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك ما شاء الله فورمش هيش زلمة شويه على نفس زين seid mir bitte nicht böse und ich ihn direkt persönlich begrüßen konnte weiß man schon nicht alles ganz so einfach wie es aussieht vor allem weil wir nicht stechen vor allem weil wir immer ein bisschen einige Sachen im Hintergrund haben, die nicht jedem bewusst sind. Bevor ich mit dem Vortrag anfange, könnt ihr mich gut hören? Ja. Bevor ich mit dem Vortrag anfange, nee, hier sind Bücher. Bevor ich mit dem Vortrag anfange, liebe Geschwister, wollte ich euch erstmal eine Sache klar machen, damit ihr mich auch vielleicht etwas besser kennenlernt und meine Mentalität etwas besser kennenlernt, wie ich so denke, wie ich so drauf bin. Deswegen wollte ich euch erstmal sagen, warum ich heute hier bin. Beim letzten Eid, bei Eid al-Adha, da habe ich in einer Moschee das Eid-Gebet gebetet. Und da musste ich nach dem Gebet oder während dem Gebet, musste ich richtig weinen. Und ich bin eigentlich jemand, der nicht so häufig weint. Aber das war so eine Situation, wo ich richtig viel geweint habe. Also ich habe selten, ich glaube, ich habe im ganzen letzten Jahr, 2015, nicht so viel geweint wie an dem Tag von Eid al-Adha. Würde ich jemand sagen, was gibt es denn da zu heulen? Am Eid al-Adha ist so ein Tag der Freude und da muss man sich eigentlich freuen. Es ist das Adha, es ist das Fest. Ja. Aber ich war an dem Tag so traurig gewesen, weil ich in der Moschee war, in einer Moschee, wo wir vor 12, fast 13 Jahren angefangen haben, Dawa zu machen. Und danach sind wir nicht mehr eingeladen worden.
damals war es rappelvoll gewesen teilweise. Und dann sehe ich da in der Moschee zwei Reihen. Und ich merke so, wie auf einmal für die Muslime Nebensächlichkeiten so wichtig geworden sind. Ja? Was essen wir heute, was trinken wir heute? Es wird so viel Energie daran verschwendet am Eid al-Adha. Das heißt nicht, dass man das nicht machen soll, was man isst, was man trinkt, aber es wird überhaupt nicht über den Sinn dieses Festes nachgedacht. Ja. Über diese, was ist das für ein Fest? Das ist das größte Fest. Eid al-Adha ist das größte Fest bei uns. Und dann Eid al-Fitr. Warum ist das das größte Fest? Es geht auf Ibrahim a.s. zurück. Und auf eine ganz wichtige Geschichte von ihm. Nämlich als ihm was gesagt wurde, als er in einem Traum gesehen hat, dass er seinen Sohn Ismail a.s. schlachten soll. Und dann erzählt er das seinem Sohn. Inni ra'aytu fil manami anni athbahuka fanzu madha tara. Ich habe in einem Traum gesehen, dass ich dich schlachten soll, opfern soll. Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung dazu? Was sagt Ibrahim a.s.? Ja, Abati, if alma tu'mar, satajiduni insha'Allah min al-sabirin. O mein Vater, mache das, was dir befohlen wurde, was dir befohlen wurde. Du wirst mich insha'Allah zu den Standhaften sehen. Du wirst mich insha'Allah von den Standhaften sehen. Das heißt, nicht nur Ibrahim ist bereit, seinen Sohn zu opfern für Allah, sondern der Sohn ist auch bereit. Das ist eigentlich der ganze Geist, der ganze Spirit, der dahinter steckt, hinter diesem Fest. Das heißt, die vollkommene Ergebung. Das ist Islam. Was heißt Islam? Islam heißt sich ergeben, sich vollkommen ergeben. Und das ist eigentlich das, was wir an diesem Tag mitnehmen müssen. Da habe ich an dem Tag mit Leuten geredet, mit vielen Brüdern geredet. Sie waren beim Eid al-Adha gewesen. Da kommen so viele in die Moschee, die sonst nie in die Moschee gehen. Da habe ich gefragt, und? Wurde die Predigt auf Deutsch übersetzt, damit noch jeder was versteht? Dann sagt er ja nur ein bisschen. Dann sage ich, ja, ich sag dir, was übersetzt wurde. Ja, was denn? Ich sage, es wurde übersetzt und übrigens, wir sammeln nachher auch Spenden für die Moschee. Ich sage, ja, was stimmt? Ja, echt? Das siehst du, habe ich ja gut geraten wieder. Das macht die Erfahrung. Ist nicht ja verboten. Aber was ich damit sagen will, ist, wo sind die Prioritäten, liebe Geschwister im Islam? Wir sind heute hier in der Moschee und ihr wisst ja, was heute Nacht abgeht. Und wir freuen uns darüber, dass wir heute hier sitzen. Aber ich sage es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Wie viele Muslime werden heute Nacht irgendwo besoffen in der Disco rumtanzen? Auf der Private Party XY, in der AMB-Disco, in der House-Disco oder was auch immer. Wie viele Mädchen, wie viele Jungs werden heute Sinner Unzucht begehen? Werden irgendwelche schlechten Sachen machen? Ihr wisst es ganz genau, ihr wisst es genauso gut wie ich. Aber dieser Realität müssen wir ins Auge schauen. Und ein Herz, das für Allah schlägt, das kann sich damit nicht zufrieden geben. Ein Herz, das für Allah schlägt, das kann diese Situation nicht sehen und sagen, ach ja, können wir sowieso nichts machen. Sondern, liebe Geschwister, wir können was machen. Wir können eine ganze Menge machen. Und deswegen haben wir heute erstmal einen Schritt gemacht. Nur ich möchte, dass ihr heute hier rausgeht. Ich habe einen Vortrag gewählt, ja, der vielleicht sogar etwas hoch ist. Ja, muss ich mir noch überlegen. Weil es ist oft so, dass ich eine Sache vorbereite. Ich habe hier, ihr seht ja hier, ich habe hier eine ganze Menge Bücher mitgebracht, aus denen ich zitieren will und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass ich vielleicht sogar über ein anderes Thema sprechen sollte, aber da können wir immer noch drüber reden. Aber was ich euch sagen möchte, liebe Geschwister, ich bin hier heute nicht hingekommen, um mich zu vergnügen, um zu essen und zu trinken oder gemütlich in der Moschee zu sitzen. Ich bin deswegen nicht gekommen. Ich bin gekommen, um einen Funken mitzugeben. Ich möchte einen Funken in eure Herzen hineingehen, der zu einem brennenden Feuer wird, mit dem ihr aus dieser Moschee rausgeht. Und wo ihr euch sagt, mein Herz schlägt ab jetzt nur noch für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich sage jedem hier, der es noch nicht selber miterlebt hat, die wahre Glückseligkeit liegt im Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte
فضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und ihr seht es selber bei den Leuten, die den Islam richtig praktizieren. Obwohl er vielleicht nichts hat, obwohl er vielleicht in einer Hütte wohnt, in Afrika, und nichts zu trinken und nichts zu essen hat. Aber wenn du ihn fragst, wie geht's dir, dann lächelt er und sagt, Alhamdulillah. Subhanallah, Bruder, ich erzähle diese Geschichte, und vielleicht hat der ein oder andere diese Geschichte schon des Öfteren von mir gehört, weil diese Geschichte mich geprägt hat. Im Jahre 2010, als der Sheikh Abu Saq al-Hawaini in Deutschland war, da bin ich mit seinem Schüler Mohammed Saad bin ich in ein Krankenhaus gegangen. Da war ein marokkanischer Bruder, Anfang 30. Dieser marokkanische Bruder war gelähmt. Und ich meine, Anfang 30 ist kein Alter. Und er konnte nur noch seinen Kopf bewegen und seinen rechten Arm. Oder seine rechte Hand vielmehr. Ja? Ansonsten, er konnte sich nicht mehr bewegen. Und wir kommen dort rein und wir fragen ihn, wie geht es dir? Ach, und sein Lichtgesicht leuchtet wirklich vor Iman. Und er sagt zu dir, Alhamdulillah. Du schämst dich eigentlich schon, jemand, der so in einer Situation ist, der hat einen Schlauch hier, um die Krankenschwester zu rufen. Du schämst dich eigentlich, jemand, der es so geht, zu fragen, wie geht es dir, wie soll es dem denn gehen? Aber was sagt er? Der sagt, Alhamdulillah, der ist zufrieden, obwohl er in der schlimmsten Situation ist, die man sich praktisch vorstellen kann. Und was macht er? Warum ist er zufrieden? Weil er den ganzen Tag Wicker macht. Und weil der Dauer macht. Der macht Dauer. In seinem Bett, der hatte Flyer gehabt von islamischer Internetseite, die am Verteilen ist. Das musst du dir mal vorstellen. Und auf der anderen Seite siehst du Leute, die nach weltlichem Ermessen so viel Erfolg haben. Geld, Macht, Frauen, Ruhm, das ganze Programm. Sänger, Schauspieler etc. Schau dir ihre Leben an. Schau dir ihre Leben an. Und das gilt für alle jungen Leute hier, die heute hier sind. Es wird euch so viel vorgegaukelt werden. Es wird euch so viel erzählt werden. Ja, das Glück liegt darin, cool, einen auf cool zu machen auf der Straße. Ich bin der Härteste, ich bin der Stärkste. Das Glück liegt darin, viel Geld zu haben. Egal, ob man das mit... Das heißt natürlich nicht, dass man kein Geld verdienen darf oder nicht reich werden darf. Nicht, dass es jemand falsch versteht. Ja? Aber unabhängig davon, ob man das Geld mit gerechten oder ungerechten Mitteln erwirbt. Ihr seht es, wie viele muslimische Jugendliche sind im Gefängnis. Es ist zum Heulen, ist das. Es ist zum Heulen. Und deswegen lasst euch das nicht einreden. Die Glückseligkeit liegt darin, Allah subhanahu wa ta'ala zu folgen. Denn Glückseligkeit ist nicht etwas, was sich nach dem Kontostand messen lässt. Oder anhand der Marke des Autos. Sondern das ist etwas, was Gott dir in dein Herz gibt. Und deswegen siehst du Leute wie diesen Marokkaner, möge Allah ihn beschützen, möge Allah sich ihm erbarmen, dass diese Person trotz dieser Situation glücklich ist. Und dass andere Personen, die vielleicht so viel Geld haben, auf einmal Selbstmord begehen. Wie oft haben wir das schon gehört? Zur damaligen Zeit hier. Robert Enke, Nationaltorwart, Selbstmord. Mensch, wenn ich jetzt fragen würde hier in der Schule, ihr kennt alle die Poesiealben, oder? Was ist dein Traumberuf? Jeder zweite Junge schreibt Profifußballer. Richtig? Der ist nicht nur Profifußballer gewesen, der ist Nationaltorwart gewesen. Und die Frauen, was schreiben die? Die wollen Sängerin werden. Sehr oft Sängerin oder Schauspieler. Schau dir das Elend an, wie viele von den Schauspielern, von den Sängern, trotz ihres Ruhmes, trotz ihres Erfolges im Elend leben. Deswegen lass dich davon nicht täuschen. Was nicht heißen soll, damit mich jemand falsch versteht, dass du jetzt nach Hause gehen sollst. Du sagst ja, ich gehe nur noch in die Moschee. Ich arbeite nicht, ich mache nichts, ich studiere nicht, ich mache gar nichts. Das ist wieder ein falsches Verständnis, das will ich damit nicht sagen. Ich will nur damit sagen, dass man die Glückseligkeit nicht in falschen Wegen suchen soll, sondern du als Muslim solltest sogar schauen, gerade für die Jugendlichen, die heute hier sind,
Du solltest schauen, dass du einen Beruf erlernst oder etwas erlernst, womit du dem Islam helfen kannst. Der Prophet alaihi salatu wassalam, der war ein Genie darin, abzuschätzen, wer worin Talent hat. Beispielsweise Abu Huraira radiallahu anhu, wie viele Hadith hat er überliefert? 5374. Der war ein Experte für Hadith. Der war aber für andere Bereiche, die dem Islam helfen, war der nicht bekannt gewesen. Andere waren dafür bekannt, dass sie dem Islam mit Geld geholfen haben, wie zum Beispiel Abdurrahman ibn Auf. Das ist aber keine übertriebene Hadith-Überlieferung. Das ist, jeder hier, der hier sitzt, hat ein Talent. Jeder hier ist etwas wert und kann etwas machen, kann etwas bewirken. Du musst nur schauen, wo dein Talent liegt. Und lass dich nicht von irgendwelchen Leuten einreden, ich kann nicht. Ja? Zum Beispiel mit der Schule. Ja, es gibt viele Eltern, das gebe ich auch den Eltern hier mit auf den Weg, die zu den Eltern, die wollen die Kinder motivieren, indem sie zu den Kindern sagen, ach, du bist so schlecht, du bist sowieso zu dumm, weil sie denken, wenn sie das zu den Kindern sagen, dann würden die Kinder dadurch motiviert werden und sich mehr Mühe geben, um zu beweisen, dass sie nicht dumm sind. Das ist falsch. Ganz im Gegenteil, das führt dazu, dass, wenn er das immer wieder hört, der Junge beispielsweise, dass er das eventuell irgendwann im Unterbewusstsein glaubt. Und wenn man erstmal den Glauben an sich selber verloren hat, dann ist man am Ende. Und ich gebe euch ein Beispiel. Guck mal, Islam ist Realität. Ihr denkt vielleicht manchmal, der erzählt ihr, was hat jetzt mit Islam zu tun? Aber der Islam ist Realität. Der Koran ist herabgesandt worden in eine Umwelt, in ein Umfeld, zu bestimmten Situationen. Die Menschen haben über etwas gefragt und es kam ein entsprechender Koranvers herab. Und wir sind auch dazu, uns ist auch befohlen worden, zu schauen, was sich um uns herum abspielt. Ich gebe euch ein Beispiel, was passiert, wenn man nicht mehr selber an sich glaubt. Wenn man glaubt, man schafft es nicht. Oder wenn man Zweifel an sich selber bekommt. Das ist ein ganz Beispiel, was überhaupt nichts mit Islam zu tun hat. Ja? Aber es hat was mit Psychologie zu tun. Ja? Hat was mit Boxen zu tun. Wladimir Klitschko gegen Tyson Fury. Guck mal, ich habe diesen Typen da, Tyson Fury. Man hat mich einen Tag vorher, war ich bei meinem Vater gewesen, da waren ein paar Freunde von ihm gewesen. Ach ja, genau, von Hell's Angels. Und die haben mich gefragt, was ich zu dem Kampf sage. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, weil Wladimir Klitschko ist daran gewohnt, immer gegen Leute zu kämpfen, die kleiner sind als er, und sie von oben festzuhalten. Und es kann gut sein, dass er, wenn er jetzt gegen jemanden kämpft, der größer ist als er, dass er damit große Probleme bekommt. Ja, dass er das psychisch nicht verarbeitet bekommt. Jedenfalls habe ich mir den Kampf dann mal reingezogen. Und dann habe ich danach diese Pressekonferenzen habe ich mal studiert. Und jeder, der den Tyson Fury sieht, der denkt, das ist einfach nur ein Psychopath, der ein bisschen irre in der Birne ist, der nimmt sich eine Wassermelone, ja, bam, haut ihm im Kopf durch und macht, wow. Also, weil jeder denkt, ich bin zwar total durch, ja, aber ja, oder kommt zur Pressekonferenz, kommt er im Batman-Kostüm an, gelaufen, ist am Schreien, dann springt er über den, da kommt ein anderer rein, also Robin verkleidet, dann springt er über den Tisch, macht den Typen platt, dann steht er vor Klitschko und du bist der Nächste. Jeder, der das sieht, denkt, der Typ ist total irre. Aber der macht das absichtlich und der denkt sich was dabei. Der möchte den Klitschko unsicher machen. Ihr müsst mal sehen, immer wenn er provoziert, steht er auf. Weil er genau weiß, er ist 2,6 Meter groß, ist nicht allzu klein. Ja? Und das hat eine Wirkung. Und habt ihr den Klitschko gesehen? Der hat keine Hand mehr rausbekommen. Wisst ihr warum? Weil er selber an sich gezweifelt hat. Er hat ihn in den Pressekonferenzen, hat dieser Tyson Fury gefressen. Und vor allen Dingen bei einer Pressekonferenz. Und ich habe das am Klitschko seinen Augen gesehen. Da sitzt der Tyson Fury so und sagt er zu ihm, hör mal, du hast schon graue Haare. Du bist ein alter Mann. Ich bin ein junger, frischer Mann. Du siehst aus wie mein Vater oder wie mein Trainer. Die haben auch graue Haare. Hör mal, du bist 39. In deinem Alter hat Muhammad Ali Prügel bekommen. Hat Larry Holmes Prügel bekommen. Hat Mike Tyson Prügel bekommen. Hast du gedacht, du bist besser als die? Ich glaube nicht, dass du besser bist als die. Und du siehst, als er diese Sachen sagt, in diesem Moment denkt der Klitschko darüber nach, boah, ich bin schon 39, guck mal, diese ganzen Boxlegenden haben in diesem Alter verloren. Und dann sagt er zu dem, du hast ein Glaskinn.
wenn ich das treffe, gehst du K.O. Dann zerbreche ich das. Und ich sage es euch. Und dann sagt er zu ihm, guck mal, dann sagt er zu ihm, und ich weiß jetzt ganz genau, ich bin gerade ganz tief bei dir in der Psyche drin. Der hat das selber gespürt und ich habe das auch gesehen. Und das war das, was den kaputt gemacht hat, dass er selber Zweifel an sich bekommen hat. Er dachte, guck mal, diese großen Boxer in diesem Alter haben die verloren. Und das sind solche Boxlegenden, Muhammad Ali, Mike Tyson, Larry Holmes. Ja. Ich bin jetzt auch so alt, nicht, dass ich nachher verliere. Und deswegen, du siehst, er tappt die ganze Zeit hinterher, kriegt gar keine Hand raus. Weil er die ganze Zeit Angst hat, vielleicht getroffen zu werden und wirklich K.O. zu gehen. Was hat das mit unserer Situation zu tun? Was hat das mit unserer Situation? Was hat jetzt Pierre Vogel das mit uns zu tun? Eine ganze Menge mit uns zu tun. Wir müssen an uns glauben. Ja? Und wenn du heute schlecht in der Schule bist, Albert Einstein war eine Null in der Schule gewesen. Und er ist nachher das größte Genie geworden. Du musst an dich glauben. Und lass dir nicht von irgendwelchen Leuten einreden, dass du etwas nicht kannst. Dass du nichts wert bist oder was auch immer. Es ist leider so, unter Muslimen ist eine Opfermentalität verbreitet. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bruder, und ich sage das nicht, weil ich jemand etwas Böses will, ich sage das, weil ich das beobachte. Ja? Leute wollen eine Veränderung haben, aber wie wollen die Veränderung? Die wollen nicht für die Veränderung etwas tun, die warten darauf, dass Superman vom Himmel kommt und ihre Lage ändert. Wann kommt der Imam Mehdi endlich? Warte nicht auf den Imam Mehdi, fange selber an, etwas an deinem Leben zu verändern. Denn jeder kann etwas verändern. Das möchte ich heute mit auf den Weg geben. Morgen fängt das neue Sonnenjahr an. Hat für uns prinzipiell islamisch gesehen keine Bedeutung. Aber Umar al-Khattab hat gesagt, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rechnet mit euch selber ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Und deswegen sollte man immer mit sich abrechnen. Es ist ein guter Moment heute, am 31. Dezember mit sich selber abzurechnen und zu sagen, pass mal auf, ich will ab heute, möchte ich mein Leben verändern. Ab heute möchte ich schauen, was ich verändern kann. Und deswegen, es geht nicht nur darum, mir einen Vortrag anzuschauen. Ja? Oder mit mir mal ein Foto gemacht zu haben, was weiß ich, nachher draußen oder was auch immer. Darum geht es nicht, Bruder. Ich bin gar nichts. Ich bin morgen weg vom Fenster. Ich bin irgendwann eine verfaulte Leiche irgendwo. Das ist so. Es ist so. Man weiß gar nicht, wie lange man noch lebt. Es geht um Allah subhanahu wa ta'ala. Und für dich geht es natürlich auch um dich, dass du etwas veränderst. Und ich hoffe, dass ich dir etwas mit auf den Weg gebe. Subhanallah. Mich hat heute ein Bruder hingefahren. Unterwegs sagt er mir im Auto, weißt du was? Vor sieben Jahren warst du bei uns in der Moschee gewesen und ich war voll auf dem falschen Weg gewesen. Du hast mir etwas mitgegeben und das hat mein Leben verändert. Dann erzählt er mir, er kennt einen deutschen Bruder, der hat einen Aufschrift gesehen, einen Aufkleber, Eingang zum Paradies. Der war strenger Christ gewesen, hatte einen Aufkleber auf dem Auto gesehen, Eingang zum Paradies, er ist auf die Seite und hat ein Foto über Jesus gesehen. Der war jeden Tag in der Kirche. Der hat den Islam dann angenommen und der studiert jetzt in Riyadh und ist schon in den Universitäten auch Unterricht und so weiter am Geben. Ja, das sind Sachen, die mich freuen. Aber glaub mir eins, ich bin 100% davon überzeugt, der erste Schritt, um sich zu verändern und sich zu verbessern, ist daran zu glauben, dass man etwas verbessern kann. Und dieses Selbstbewusstsein müsst ihr unbedingt haben. Liebe Geschwister im Islam, wisst ihr, was mir oft auffällt? Ja, und da gehe ich nochmal zurück auf diesen Tag von Eid. Ja, wir brauchen Prioritäten. Wofür bist du heute hier? Sei hier heute nicht, damit du einfach nur gemütlich mit Brüdern zusammensitzt, sondern um etwas mitzunehmen. Inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben. Amen.